Der Goldkurs konnte in 2021, diesem Jahr, nicht immer überzeugen und böse Zungen behaupten sogar, dass der Goldkurs wieder mal systematisch nach unten manipuliert wurde. Das würde ich jetzt im direkten Sinne eigentlich nicht behaupten. Im Video möchte ich aber trotzdem mal die Risiken und die Chancen für den Goldkurs aufzeigen. Hallo, Freunde des gepflegten Trendhandels. Regelmäßig geben ja die Großbanken mal eine Goldanalyse ab und die neueste Analyse stammt von der französischen Investmentbank Société Générale und im Analysefazit gibt die Investmentbank einen Durchschnittskurs für das nächste Jahr, also 2022, von nur 1750 US-Dollar pro Unze an. Tja, ich als kleiner Goldfan würde mal sagen, das ist irgendwie vom Wert her etwas enttäuschend. Tatsächlich ist die Prognose aber nicht ganz abwegig und ich kann der Argumentation auch irgendwo auch folgen. Wie ihr wisst, gibt es ja eine höhere Inflation sozusagen bei allen größeren Wirtschaftsnationen. Und eine höhere Inflation ist immer auch ein sehr starkes Argument, die Leitzinsen zu erhöhen. Und das bedeutet wiederum, dass die wichtigste konkurrierende Anlageklasse zu Gold, nämlich die Staatsanleihen, immer attraktiver werden. Ja, ein steigender Leitzins bringt praktisch immer auch höhere Zinsen bei den Staatsanleihen. Und damit ist das eine schöne Alternative, um eben halt am Markt aktiv zu sein. Es gibt natürlich noch ein anderes Argument und das darf man auch nicht unterschätzen. Höhere Leitzinsen können einige verschuldete Staaten in arge Bedrängnis bringen. So, und deshalb wird es aus meiner Sicht keine stärkere Leitzinserhöhung geben. Und genau dieser Umstand dürfte doch eigentlich sehr, sehr positiv für den Goldkurs sein. Was für mich ebenfalls nicht ganz erklärbar ist, kommt durch die Aussage einiger Goldhändler, dass sie nämlich Schwierigkeiten haben, physisches Gold auszuliefern. Sie haben also Schwierigkeiten, physisches Gold zu kaufen, um es anschließend weiter zu verkaufen. Und in dieser Hinsicht gibt es für mich so einen kleinen Widerspruch. Wenn es so schwierig ist, Gold zu kaufen, dann müsste doch eigentlich der Goldkurs ansteigen. Und hier habe ich jetzt einfach mal einen Chart dargestellt für die Nachfrage von Gold. Und wir sehen jetzt hier einen relativ langen Zeitraum, ja, und wir sehen, also jeder einzelne Balken ist ein Quartal und wir sehen, dass in diesem Jahr die Goldnachfrage tatsächlich angestiegen ist, aber das absolute Niveau, ja, das ist relativ gering, wenn man das mal so, wenn man hier mal so eine Art Durchschnittslinie einzeichnen würde, so bei 1000 Tonnen. So, und dann muss ich sagen, komisch. Hier seht ihr auch dazu noch den eingezeichneten Graphen, und zwar den Goldkurs als Wert. Und wir sehen auch, dass jetzt nicht zwingend immer auch eine Verbindung ist zwischen der Höhe des Handelsvolumens und dem entsprechenden Goldpreis. So, und wir sehen jetzt hier, dass also der Goldpreis etwas vom Handelsvolumen angezogen ist und wir sehen auch gleichzeitig, dass jetzt hier so ein kleiner Knick gekommen ist. Also für mich sieht es aus, dass es auf einem niedrigen Niveau, also eine steigende Nachfrage gibt. Ja, denn wir müssen immer so, wenn jetzt also der Markt, der Goldkurs ansteigt und das bei höheren Volumen, bedeutet es eigentlich immer, dass die Nachfrage auch dementsprechend angestiegen ist. Also wir sehen jetzt hier tatsächlich mal ein kleiner Nachfrageanstieg, aber das Niveau ist noch sehr, sehr gering und das könnte sich auch noch deutlich verbessern. Also wir sind noch lange nicht am Ende. So, schauen wir uns aber mal die Förderkosten an, dann werden wir feststellen, dass die natürlich auch nicht geringer geworden sind. Ja? Energiekosten sind weltweit gestiegen und dementsprechend sind auch die Förderkosten für Gold etwas höher. Im Durchschnitt sind sie jetzt bei 1200 US-Dollar pro Unze und das ist so ein bisschen auf der Unterseite der Deckel. Also tiefer als 1200 wird normalerweise eine Goldunze nicht fallen, höchstens wenn sie spekulativ nochmal zusätzlich gedrückt wird. Aber wenn sie frei läuft, ja, wenn es keinen starken Abwärtstrend gibt, dann sollte der Preis immer deutlich über 1200 US-Dollar liegen. Und wir sehen natürlich auch dann, weil wenn der Durchschnittskurs, wenn die Förderkosten bei 1200 US-Dollar liegen, dass dann natürlich auch je höher der Goldpreis steigt, dass dann auch die Förderunternehmen dementsprechend mehr verdienen können.
So, schauen wir uns jetzt mal an, wo jetzt mal die Nachfrage so, oder beziehungsweise der Verkaufsdruck auch herkommt. Und angeblich kommt er von den ETFs, also den Fonds, den Exchange-Traded Fonds, die eben halt auf Gold spezialisiert sind. Und hier ist es so, dass also Verkaufsdruck wohl in der Vergangenheit kam. Und das führt eben dann dazu, dass der Goldpreis eben halt, auch wenn er physisch stark nachgefragt wird, dass er trotzdem fällt. So, und der größte Gold-ETF ist der GLD, der wird in Amerika gehandelt. Und wir sehen hier eine technisch interessante Situation. Also wir haben hier Mitte 2020 einen Gipfel. So, und dementsprechend kam dann die Konsolidierung. So, und wenn wir jetzt einfach mal das Gesamtbild hier mal betrachten, ja, wir haben nämlich hier einen sehr, sehr starken Anstieg. So, und wenn jetzt die Konsolidierung jetzt aufgrund dieses Anstiegs jetzt kommt, dann muss sie ja irgendwo auch eine gewisse Grenze haben, wo eben halt ja, das wieder attraktiv wird, Gold zu kaufen. Und das ist normalerweise, wenn wir jetzt hier so eine Art Fibonacci anlegen, ja, sagen hier, das ist jetzt 100% Zeit, dass hier eben bei 50, 61% von dieser langen Linie, also von dieser Zeitlinie, hier dann eine Chance kommen muss für einen neuen Anstieg. Und 50, 60% liegt ungefähr in diesem Bereich hier. Ja, das heißt also, wir sind jetzt in einer Phase, wo es durchaus interessant sein kann, eben entsprechend den Goldkurs wieder in neue Höhen zu bringen. Ja, momentan ist der Goldkurs immer noch in so einem Abwärtstrendkanal gefangen. Wir hatten hier einen starken Verkaufstag, der so ein bisschen das Chartbild zerstörte. Es kam aufgrund dieser starken roten Kerze, wurde sozusagen ein Startsignal für eine weitere Abwärtsbewegung gelegt. Anschließend haben wir hier nur so ein Hick-Hack, kleine Dojis oder Doji-ähnliche Formationen. Und dann kam ein Short-Versuch. Und zwar man sieht hier die rote Kerze. Hier war es so gewesen, das ist eine Woche, wo also der Markt zu, also der Goldhandel wurde hier auf der Verkaufsseite her sehr, sehr stark bewegt, und zwar immer zu Zeiten, wo man sagen könnte, da ist jetzt wenig Handelsvolumen. Und wenn natürlich dann eine große Verkaufsorder reinkommt, dann wird der Markt automatisch ein bisschen gedrückt. So, und hier hätte es eigentlich nach unten losgehen müssen. Erstaunlicherweise kam dann aber schon wieder die Antwort. Und das bedeutet, dass also eine durchaus stabile Nachfrage in diesem Bereich ist, auch wenn das technische Bild noch nicht so gut aussieht. Ja, der Markt ist wieder nach oben gelaufen ein bisschen und liegt jetzt an der Oberkante dieses Abwärtstrendkanals. Das bedeutet, jetzt wird es richtig interessant. Der Markt könnte nämlich, wenn er jetzt mal hier einfach mal zufällig durchsticht, durch diese Begrenzung, dann würde er wieder frei nach oben laufen können, ohne dass jetzt weitere Verkaufsversuche kommen. Ja, also das ist durchaus interessant. So, und wenn wir uns jetzt auch mal den OBV dazu angucken. Der OBV ist es hier, die mittlere Linie hier, die in Schwarz. OBV on Balance Volume, das ist sozusagen das aufsummierte Handelsvolumen. Und das deutet immer so ein bisschen darauf hin, also große Spitzen, ja, wie beispielsweise hier, deuten immer auf Gier, beziehungsweise große Spitzen nach unten auf Angst. Und das ist so ein bisschen auch ein Gradmesser für die Psychologie innerhalb des Marktes. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie ist denn jetzt der Verlauf der vergangenen Monate, das sieht jetzt nicht dramatisch aus. Ja, das ist hier immer noch in einem Bereich, ja, die Abwärtsneigung ist relativ gering. Ja, wir können also davon ausgehen, dass wir hier nicht in einem starken Abwärtstrend sind, wo jetzt wirklich verkauft wird, sondern dass es hier immer noch eine Konsolidierungsbewegung ist und nichts weiter. So, und dieser Short-Versuch, den ich hier mal beschrieben habe, den kann man übrigens auch ganz gut im RSI sehen. Hier kann man nämlich schön einfach eine Trendlinie einzeichnen. Das ist hier diese gestrichelte blaue. Und wir sehen hier, dass hier also ein kleiner Trendlinienbruch passierte und hätte jetzt das Momentum, also der RSI ist immer auch ein Momentum-Indikator, der Schwung hätte jetzt nach unten aufgebaut werden müssen. Und das ist aber nicht passiert. Und das ist auch wieder ein kleiner
bullischer, ja, ein kleines bullisches Indiz dafür, dass der Markt eigentlich nicht nach unten will. Er kann nicht nach oben, aber so richtig nach unten kann er auch nicht. Und das ist eigentlich normalerweise immer, ja, was Positives für den Goldmarkt. Man muss jetzt gucken, wo kriegt man jetzt interessante ja, Marktsituationen, Chartsituationen, wo man sagt, ja, da steige ich jetzt ein. So, und das Ganze habe ich jetzt nochmal hier dargestellt, etwas größer mit dem entsprechenden Goldkurs. Und hier haben wir natürlich dann auch die passenden Kursmarken. Also ganz wichtig, die Unterstützung bei 1670 US-Dollar, die darf auf keinen Fall gebrochen werden. Wenn jetzt der Kurs hier runterfallen würde, dann müssen wir, da können wir davon ausgehen, dass es eine richtige Verkaufslawine wird. Dann wird nämlich sozusagen dieser Abwärtstrendkanal aktiviert und wird dann die Kurse weiter runterdrücken. Ja, das ist so ein psychologisches Momentum, wo man sagt, also wenn die letzte Barriere hier gebrochen wird, dann geht es richtig runter. So, wir haben hier einen Oberkurs bei 1916 US-Dollar, das ist das Hoch hier an dieser Stelle, und der Markt, der schwankt jetzt hier in diesem Bereich drin. Die Mittellinie, das ist ungefähr 1800 US-Dollar. Das, da hier können wir sozusagen einen gewissen Ausgleichskurs erkennen. Ist der Markt über 1800 US-Dollar? Ist er eher bullisch geneigt? Ist er darunter? Ist er bärisch geneigt? So, und solange der Kurs über 1800 US-Dollar ist, ja, wird es richtig interessant, dass eben, da muss man immer darauf achten, ob der Markt jetzt plötzlich nach oben steigt, denn er kann jetzt relativ einfach dann auch den Trendkanal hier brechen. Ja, das müsste jetzt in den nächsten Wochen passieren. Hier haben wir jetzt auch, wir sehen ja auch hier mit dieser 1800 Linie und dem Abwärtstrendkanal so eine Art kleines Mini-Dreieck hier in dieser Stelle. Und wenn meine Annahme richtig ist, dann wird der Markt maximal noch ein, zwei Wochen hier in diesem Bereich verharren und dann anschließend nach oben marschieren und schnell zur 1916er Grenze marschieren. Hier würde es wahrscheinlich bei 1916 nochmal die letzten Verkaufsversuche kommen, vielleicht auch von irgendeiner großen Notenbank, die sagt, also Goldkurs hoch, gefällt mir gar nicht, ich will den lieber tiefer haben. Dann suchen die durchaus mal technische Situationen, die so ein bisschen schwächer wirken, und wenn natürlich hier Widerstand kommt, dann werden sie vielleicht hier versuchen zu verkaufen. Aber auf Dauer hilft das natürlich nicht. Und die 1916 wären für mich der erste Zielkurs in den nächsten Wochen, Monaten. Saisonal sind wir auch in einem guten Bereich, wo man sagen könnte, der Goldkurs neigt eher zum Steigen. So, und das könnte man normalerweise aussuchen, also ausnutzen. Wir können also sagen, wer jetzt hier Lust hat, sich in Gold zu engagieren, der kann das durchaus tun. Ja, das Chance-Risiko-Verhältnis ist gar nicht mal schlecht. Ja, der Markt wird, wenn er nach oben läuft, ganz schnell zu 1916er Grenze gehen. Und wir wissen, wenn man jetzt hier drunter, wenn er jetzt hier runterfällt, okay, dann darf auf keinen Fall 1670 unterschreiten. Also wenn man jetzt nur diese Seitwärtszone betrachtet, dann hätten wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1. Nämlich, das ist unser Risiko, wenn wir jetzt kaufen, und das ist unsere Chance. Kann man durchaus machen. Und wenn man länger jetzt den Goldkurs hält, dann könnte es durchaus sein, dass eben halt der Markt auch hier die 1916er überwindet. Ich gehe jedenfalls davon aus. Für mich ist diese Prognose der großen Investmentbank, der französischen Investmentbank mit 1750 US-Dollar für das nächste Jahr 2022, ich finde sie ziemlich schwach. Und ich glaube eher, dass wir höhere Kurse sehen werden. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr uns ein Abo hinterlässt. Drückt dazu einfach auf den roten Button und die rote oder und die graue Glocke. Und dann werdet ihr immer informiert, sobald ein neues Video von uns online ist. Ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch grandiose Trades. Euer Christian.